Ja, hallo und herzlich willkommen zur Veranstaltung Care und Kohle, die Zukunft der Arbeit in der Lausitz. Ich freue mich sehr, dass einige da sind und Lust haben, heute ja, über die Zukunft des Strukturwandels und aber insbesondere der Arbeit zu diskutieren. Vorab einige technische Punkte, die ich gerne erwähnen möchte. Also wir zeichnen die Veranstaltung auf. Also wer nicht gesehen werden möchte, kann auf jeden Fall die Kamera ausstellen. Aber es ist natürlich schöner, wenn mehr mit Kamera vertreten sind, damit man auch ein paar Gesichter sieht. Und wir haben vor so ungefähr 90 Minuten die Frage zu diskutieren, wie es mit der Arbeit in der Lausitz nach dem Kohleausstieg und in den nächsten Jahren weitergehen wird. Und haben dazu ein Podium mit drei Gästen, die ich nachher noch gerne vorstellen möchte. Und die Idee ist, dass wir so zwei Runden auf dem Podium machen mit 45 bis 60 Minuten. Und je nachdem, ob sich noch mehr Gäste zuschalten oder nicht, dann kurze Breakout-Session nach den Podiumsrunden machen oder danach dann direkt in die Diskussion gehen. Und es gibt auch die Möglichkeit für alle, sich zu beteiligen, nämlich zum einen über die Chat-Funktion. Ich denke, die dürfte bekannt sein. Und wer sich für die Diskussion melden möchte, kann es auch gerne über den Button Reaktionen und Handheben tun, also unten rechts. Und dann können wir in die Diskussion kommen. Ja, zum inhaltlichen Teil. Es soll um die Frage der Zukunft der Arbeit gehen. Wenn über Strukturwandel und Kohleausstieg in der Lausitz gesprochen wird, dann ist hier die Rede eben von 7.000 bis 8.000 Arbeitsplätze, die in der Kohleindustrie wegfallen werden bis 2038. Es sind überdurchschnittlich gut bezahlte Arbeitsplätze, Industriearbeitsplätze und die Kohle hat eben für die Lausitz nicht nur eine starke wirtschaftliche und beschäftigungspolitische Dimension, sondern eben auch eine identitätspolitische. Von daher stellt sich für die Lausitz mindestens eine doppelte Herausforderung, nämlich einerseits die ökonomischen Folgen des Kohleausstiegs zu bewältigen und eben zugleich auch sich neu zu erfinden, auch die Identität der Lausitz weiterzuentwickeln. Und das sind Fragen, die wir heute gerne diskutieren wollen. Und gleichwohl sind die Voraussetzungen für den jetzt anstehenden eintretenden Strukturwandel andere als noch in den 1990er Jahren. Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Es gibt in vielen Branchen inzwischen sogar einen Fachkräftemangel. Das gilt sowohl für den industriellen Bereich als auch für den Dienstleistungen und insbesondere auch den Pflegesektor. Und gerade auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass eben, ja, eben auch Pflege ganz, ganz relevant und ja, essentiell für die Gesellschaften sind. Und da ist ja in der Lausitz auch durchaus einiges in Bewegung im Gesundheitsbereich. Das sind so Fragen, die wir in der Diskussion dann vertiefen wollen. Und ich freue mich sehr, dass drei kompetente Redner und Rednerinnen zugesagt haben und hier sind. Und zunächst möchte ich vorstellen, Kimmel Pflücke, die Soziologin ist an der BTU im Bereich Arbeits- und Industriesoziologie, forscht und lehrt und sich mit den arbeitspolitischen Folgen des Strukturwandels beschäftigt und da auch insbesondere eben fokussiert auf die geschlechterpolitische Dimension von Arbeit. Zum Zweiten möchte ich gerne vorstellen Marco Bethrich. Er ist Regionsgeschäftsführer des DGB der Region Südbrandenburg-Lausitz und als solcher eben ja, ganz intensiv beschäftigt mit den ja, beschäftigungspolitischen Dimensionen des Strukturwandels in der Lausitz. Und zum Dritten Antonia Metzsching. Sie ist Mitglied des Sächsischen Landtags für die Partei Die Linke. Sie lebt in Weißwasser und ja, beschäftigt sich mit sehr vielen verschiedenen Facetten und hat auch einen Podcast mit dem Titel Chance oder Verlust, der Podcast zum Strukturwandel in der Lausitz mit ganz spannenden Folgen. Bisher sind es fünf, wenn ich das richtig überblicke. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Und mein Name ist Tobias Haas. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am ISS in Potsdam
und dort eben seit ungefähr 3 Jahren in der Forschungsgruppe sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz. Und wir beschäftigen uns als Gruppe eben mit sehr vielen Aspekten des Strukturwandels, mit Fragen von Gerechtigkeit, mit Fragen von Beteiligung und führen auch einige Veranstaltungen durch. Gestern gab es eine im IBA Studierhaus in Großrheschen, wo es um Fragen von Gerechtigkeit im Strukturwandel ging, die Konrad Göttler, der auch hier ist, koordiniert hat. Und morgen soll es noch eine Diskussion des Nachhaltigkeitsbeirats des Landes Brandenburg geben. Und wir haben auch einen Podcast entwickelt, ganz wesentlich unter Federführung von Victoria Lu. Wenn du magst, kannst du auch gerne noch in Chat einen Link schicken. Der Titel ist Lausitz, hör mal. Also von daher ist es einiges in der Mache. Es ist ein sehr dynamisches Feld. In der Lausitz bewegt sich was. Und von daher, glaube ich, ist auch eben die Diskussion über Arbeit ganz, ganz wichtig und zentral. Gut, soweit zur Vorrede und dann möchte ich auch direkt in die Diskussion überleiten, in die erste Runde mit einer Frage an Kimme Pflücke und die Bitte an dich, kannst du nochmal umreißen, so welche Bedeutung Arbeit in der Lausitz zukommt und was sich da auch historisch für Veränderungen ergeben haben und natürlich auch die Frage, so welche Bedeutung eigentlich die Kohle für Beschäftigung in der Lausitz hat. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die Runde heute. Im Augenblick habe ich den Eindruck, geht wirklich einiges los. Man merkt richtig, dass das Ende von zumindest dieser strengeren Corona-Lockdown-Zeit auch den Strukturwandel jetzt endlich, also oder die Beschäftigung mit dem Strukturwandel auf ganz vielen Ebenen jetzt wieder ankurbeln lässt. Und das freut mich, dass wir heute in der Runde zusammen sind. Wenn ich was zum Wandel der Arbeit in der Lausitz sagen soll, dann fange ich manchmal ganz gerne bei dem ganz langen Zeitrahmen an. Zum einen, also sich einmal vor Augen zu halten, dass die Lausitz einen wahnsinnigen Auftrieb erfahren hat im Laufe des 20. Jahrhunderts, zu einem Herzstück wurde der Industrie in der Weimarer Republik und dann auch später im NS und auch dann in der DDR mit der Energieerzeugung und das nicht nur, also auch die textilverarbeitenden Gewerbe in Sachsen und dass das wirklich wahnsinnig schnell passiert ist, vielleicht noch mal schneller passiert ist als in anderen Regionen, die auch industrialisiert wurden. Und das ist, finde ich, ganz wichtig zu wissen, einfach nur im Hinterkopf, um zum einen zu verstehen, die Lausitz kommt aus einer eigentlich landwirtschaftlichen und sehr ruralen Tradition, wurde wahnsinnig schnell industrialisiert, aber auch da gab es eine Fixierung oder eine Monopolstellung der Kohle und des Textils und eigentlich ein Mangel an anderen verarbeitenden Gewerben. Also auch da, das ist vielleicht auch was man heute sozusagen als Spätfolge so ein bisschen merkt im Vergleich zu anderen Regionen. Und dann eben jetzt einen wahnsinnig schnellen Ausstieg aus der Kohle, den ich als Strukturbruch kennzeichnen würde für die 90er. Nicht? Also mit diesen 90.000 Arbeitsplätzen, die dem Rahmen der Wiedervereinigung dann weggefallen sind, im Rahmen der 90er Jahre hauptsächlich eingebrochen sind. Das ging wirklich so schnell vonstatten wie kaum ein anderer Tertiarisierungsschub in der Republik. Also insofern ist die Entwicklung einfach sehr, also Städte wie Hoyerswerda waren Anfang des 20. Jahrhunderts, oder ich glaube, wann war die Zahl, 1950 noch bei etwa 7.000 bis 10.000 Einwohnern und dann sind sie angewachsen zu 70.000 und sind dann wieder um ein Drittel bis zur Hälfte eingebrochen nach den 90ern. Also sind einfach wahnsinnige Wandelprozesse, die da in sehr kurzer Zeit passiert sind und das muss man, glaube ich, im Hinterkopf haben. So viel zur Vergangenheit, vielleicht so ganz grob gesagt. Ich denke mal, dass ich wahrscheinlich hier niemandem viel Neues erzählen kann, deswegen fasse ich mich eher kurz. Aber ich finde es dann doch wichtig, wenn man sich das Heutige anschaut, dass das auch so ein bisschen die gute Nachricht birgt, dass so ein großer Strukturbruch, wie er schon geschehen ist, nicht nochmal bevorsteht. Der kann gar nicht nochmal bevorstehen. Also der ist einfach schon auch passiert. Und das, worum es jetzt geht, ob wir das jetzt Strukturwandel nennen,
Meine Chefin Heike Jacobs, mit der ich zusammen auch zum Strukturwandel forsche, die meint, naja, eigentlich ist es in dem Sinne auch kein richtiger Strukturwandel, weil was ist die Struktur aus wirtschaftssoziologischer Perspektive? Würden wir zum Beispiel von Strukturwandel sprechen, eben wenn es um Tertiarisierung geht und quasi den Anstieg von Dienstleistungsarbeit im Vergleich zur Industriearbeit beispielsweise. Allerdings können wir auch nicht von Deindustrialisierung mehr sprechen in der Lausitz. Also seit 2014 spätestens ist auch der Anteil der Dienstleistungsarbeit in der Lausitz stabil. Ist weder überproportional im Vergleich zum Bund noch unterproportional. Es gibt keinen Rückstand, noch einen Überhang. Also in der brandenburgischen Lausitz sind wir bei 68,8% mit dem Anteil der Gesamtbeschäftigung, also der in den Dienstleistungsbranchen, in den verschiedenen. Und da lässt sich sozusagen auch nicht davon sprechen, dass da jetzt ein großer Wandel passieren würde, sozusagen auf der wirtschaftsstrukturellen Ebene. Allerdings gibt es trotzdem bestimmte sozialstrukturelle Daten, die ich wichtig finde, die, glaube ich, erklären, wieso trotzdem nicht alles in Ordnung ist oder nicht alles zum Besten bestellt ist in der Region. Und das ist besonders eigentlich die insgesamt geringere Entlohnung, die Entgelte in der Region. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt, wenn wir uns die Arbeit anschauen. Also zum einen, merken wir das, und deswegen finde ich diese Verzahnung mit den Geschlechterverhältnissen ziemlich interessant. Also wir haben in der Lausitz, insgesamt in Ostdeutschland, aber in der Lausitz insbesondere, nicht dieses alte traditionelle Modell der alten BRD, in dem Frauen in Teilzeit und Männer in Vollzeit arbeiten, sondern Frauen arbeiten hier auch mehr in Vollzeit. Das ist aber auch nur teilweise eine gute Nachricht. Also ich möchte nicht, dass Frauen im Vergleich zu Männern mehr in die Teilzeit gehen, auf keinen Fall. Aber wenn das passiert, weil der finanzielle Druck stärker auf den Familien lastet, und das ist in der Lausitz ein Teil der Antwort, dann ist das eben auch keine nur gute Nachricht sozusagen. Also wir merken, es ist viel stärker ein Druck auf den Familien da. Die Zweiverdiener-Ehe ist quasi unerlässlich, um einigermaßen Einkommen zu sichern. Und die guten Arbeitsplätze, an denen mangelt es, die wirklich tariflich eingebunden sind, die gut, im Vergleich zum Bund, ne? Und da merken wir aber auch beispielsweise, das finde ich auch interessant, auch die Kohle, die Arbeitsplätze in der Kohle in der Lausitz sind unterdurchschnittlich bezahlt im Vergleich zum Westen. Also wir haben so eine Art East-West-Pay-Gap erstellt mal aus den Daten auch der Bundesagentur für Arbeit und haben festgestellt, dass beispielsweise bei den männlichen Fachkräften in der sächsischen Lausitz im Vergleich zum Bund 25% weniger verdient wird. Also wir sprechen davon einen Unterschied zwischen 2.450 Euro in der sächsischen Lausitz gegenüber 3.240 Euro im Bund. Und das ist natürlich ein sehr spürbarer Unterschied. Und diese 25% sind proportional. Das Gleiche sehen wir auch bei den weiblichen Fachkräften. Da ist es sogar der Unterschied bis zu 30% bei den Fachkräften. Und bei den höher Qualifizierten sehen wir ein Gap von 23% in der brandenburgischen Lausitz und 28% in der sächsischen Lausitz. Also Experten, East-West-Pay-Gap in der sächsischen Lausitz. Als Experte verdient man 4.700 Euro im Vergleich zu 6.000 im Bund. Und das sind dann doch also die Stellen, denke ich, wo man genauer hinschauen muss, wenn wir uns den Strukturwandel der Arbeit oder den Wandel der Arbeit in der Lausitz anschauen, dass jetzt ein Wegbrechen, der eigentlich gar nicht mehr zahlenmäßig so bedeutsam Arbeitsplätze in der Braunkohle, also mit 0,8% der Beschäftigten vor Ort oder in Brandenburg 4.400, ich glaube in Sachsen knapp 3.000 Arbeitsplätzen, die in diesem Energiekohlekomplex noch vorhanden sind. Also so sehr das schmerzt, das vielleicht zu hören, es ist einfach zahlenmäßig nicht mehr so sehr ins Gewicht, fällt es nicht ins Gewicht wie in den Nullerjahren oder in den 90er Jahren. Es sind aber die Arbeitsplätze, die gut bezahlt sind. Das sind die anziehen, die Sicherheit geben und die, wie du auch schon gesagt hast, auch eine Art von kultureller Identität mit sich bringen, die positiv besetzt ist. Und ich glaube, da wird ganz viel zu machen sein, dass
dass auch wirklich gezeigt wird, diesmal geht es nicht um einen Strukturbruch, sondern es entstehen irgendwie andere gute Perspektiven. Es entstehen, sei es jetzt im Gesundheitsbereich, eben auch gut bezahlte Stellen, sei es jetzt in anderen Industriebereichen, abgesicherte Stellen. Ja, und da vielleicht nur noch ein Hinweis, wo ich das ganz gut gelungen finde. Und das war ganz sicher kein schöner Prozess. Und trotzdem würde ich den am Ende als einigermaßen gelungen bezeichnen, ist, wenn ich mir die Frauen in der Lausitz anschaue. Also die in den 90er Jahren noch 25-30% der Beschäftigten in der Kohle ausgemacht haben. Und da gibt es so eine alte Studie von der DGB, die ich sehr mag und die ich auch unbedingt anknüpfen möchte, die damals diese Treuhandprozesse begleitet hat und gesehen hat, Frauen waren die Ersten, die Arbeitsplätze in der Kohle verloren haben. Also auch, und das nicht, weil sie in bestimmten Bereichen gearbeitet haben, die vielleicht schneller zu verschmerzen waren, sondern ich denke, weil es doch noch auch im Osten weniger als im Westen, aber dennoch ein Denken gibt, die Erwerbsarbeit von Frauen wird nachrangig behandelt und Frauen sind die Ersten, die ihre Arbeitsplätze wieder verlieren. Und Frauen gelten heute, zumindest in der Region, in der ich arbeite, in Cottbus, so ein bisschen als die Gewinnerin des Strukturwandels, also die als wahnsinnig pragmatisch und flexibel gelten. Ich denke, deswegen sage ich ein schmerzhafter Prozess. Ich glaube, so pragmatisch und flexibel ist man nicht unbedingt gerne. Oder ja, das ist nicht einfach. Und dennoch würde ich sagen, aus der heutigen Perspektive, in den Interviews auch mit den Frauen, mit denen ich spreche, sind da viele gelungene Geschichten dabei und auch einige gute Arbeitsplätze entstanden, sei es im öffentlichen Bereich, im Angestelltenbereich oder Ähnliches. Ne? Und da vielleicht daraus zu lernen und zu schauen, okay, wie kann man das diesmal besser begleiten? Wie kann man solche Umwandelprozesse begleiten und vielleicht auch von den Frauen lernen? Das fände ich auch ganz interessant. So viel vielleicht. Bin gespannt, was ihr oder Sie noch zu sagen haben. Ja, vielen Dank für den sehr guten allgemeinen Aufriss. Ich denke, da können wir gut anknüpfen und ich möchte dann auch direkt weitergeben an Marco Betrich. Frau Plücke hat ja schon einiges gesagt über die aktuelle Struktur des Arbeitsmarkts, aber vielleicht können Sie noch mal aus der Perspektive des DGB einige Sätze sagen, wie sich das für Sie darstellt und vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, was es für Veränderungen auch im Zuge der Corona-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt in der Lausitz gegeben hat. Also ganz grundsätzlich stimme ich erstmal Frau Plücke zu in vielem, was sie sagt, weil es einfach die Realität beschreibt und eben nicht die überzogene Realität oder irgendwelche überzogenen Gedanken, sondern einfach die Realität, was sich in der Lausitz abspielt, dass wir den eigentlichen Strukturwandel und Strukturbruch schon durchlebt haben und jetzt schauen müssen, wie wir das, wie wir den Rest sozusagen, also wie wir den finalen Punkt des i-Tüpfelchen noch ordentlich gestalten können, damit wir hier noch eine gute Strukturentwicklung auch schaffen und die Region nachhaltig für die Zukunft aufstellen können. Und deswegen stimme ich da vielem tatsächlich auch definitiv zu. Was wir immer nicht ganz vergessen dürfen, ist bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von der LEAG, die direkt in der Kohle arbeiten, die so ungefähr 8.000 sind, dass es viele, viele auch gibt, die eben nicht direkt dort arbeiten, sondern abhängig davon sind, dass es die Kohle gibt, die bei Partnerfirmen, Zulieferern arbeiten, die auch nochmal um die 8.000 Leute sind. Die darf man immer nicht ganz vergessen, weil die natürlich auch davon abhängen, dass es einen Tagebau oder ein Kraftwerk gibt, und die auch ihren Job gut machen und auch ihr Geld damit verdienen. Die müssen berücksichtigt werden in der Gesamtdebatte, weil sie eben zahlenmäßig doch auch noch eine ganze Menge darstellen. Die Schwierigkeit, die wir sehen, ist, dass wir gar nicht unbedingt die große Schwierigkeit haben werden, dass wir zahlenmäßig Arbeitsplätze ersetzen müssen. Also wir werden das schaffen. Und mit dem, was jetzt auch schon kommt, also sei es das Bahnwerk oder auch Investitionen bei der BASF und auch in weiteren Teilen der Region, auch in an der Uni zum Beispiel, die ganzen Forschungseinrichtungen. Das sind jetzt natürlich nicht Arbeitsplätze, die 1:1 für einen Baggerfahrer gedacht sind. Das ist aber auch in Ordnung, weil wir auch da die Altersstruktur sehen bei der LEAG, die dazu führt, dass auch viele sowieso in die Rente gehen werden in den nächsten Jahren und dieser Altersbauch, den sie da vor sich hertragen, dazu führen wird, dass wir gar nicht für 8.000 Leute einen neuen Arbeitsplatz erstellen müssen, sondern dass wir eben nur für einen gewissen Teil davon eine Perspektive schaffen müssen. Die Schwierigkeit ist aber, dass diese Perspektive eben eine gute sein muss. Und dann wird es eben kompliziert und dann kommt die Wertschöpfung mit ins Thema, weil die Gehälter, die bei der LEAG gezahlt werden, sind eben überdurchschnittlich hoch. Und dass wir in der Lausitz nicht noch schlechter dastehen im Bundesvergleich,
liegt einfach auch daran, dass da eben 8.000 Leute sind, die tariflich gut bezahlt werden und die eben diesen Durchschnitt auch noch deutlich nach oben treiben. Und das ist eben die große Schwierigkeit, weil das aufzufangen ist ehrlicherweise fast unmöglich, weil diese Gehälter, die dir gezahlt werden, können andere Unternehmen im seltensten Fall zahlen. Das merken wir auch, wenn wir uns mal die Deutsche Bahn angucken und das Tarifkonstrukt bei der Deutschen Bahn, dass selbst die Deutsche Bahn als Bundesunternehmen nicht ganz so gut zahlen kann wie die LEAG, sondern nur nah dran ist, aber auch nicht ganz auf dem Level. Das heißt, die Perspektiven, die man schaffen muss für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dort ihren Job verlieren, müssen eben die sein, in denen sie sich auch wiederfinden, also indem sie ihren Lebensstandard halten können, indem sie das entsprechende Gehalt auch bekommen, auch was Arbeitsbedingungen angeht, ja auch Wochenarbeitszeitstunden und Urlaubsregelungen, auch die sind eben in so einem größeren Konzern wie der LEAG deutlich besser, als es in vielen kleinen Unternehmen ist, und das ist eben ein Standard, den wir erstens als Gewerkschaften dort erkämpft haben und zweitens natürlich auch für richtig halten, weil es eben gute Arbeit ausmacht. Und das ist eben die Schwierigkeit. Es geht aus meiner Sicht schon längst nicht mehr darum, wie viele Arbeitsplätze absolut geschaffen werden in der Lausitz in den nächsten Jahren, sondern dass die Arbeitsplätze, die geschaffen werden, eben gute Arbeitsplätze sind und wir dort nicht im Zweifel sogar prekäre Beschäftigung schaffen. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter, weil wir damit auch die Wertschöpfung nicht ersetzen können. Ja, und also der Arbeitsmarkt in Summe, das ist, haben Sie ja gerade nochmal gefragt, ist natürlich schwierig, weil auch dann wird es nochmal deutlich komplizierter. Wenn man den Fachkräftemangel in der Region noch dazu nimmt, ist eben es nicht mehr nur eine Diskussion, schaffe ich neue Arbeitsplätze für die Leute, die ihren Job in der Kohle verlieren, sondern wie schaffe ich es überhaupt, ausreichend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Region zu haben und zu halten, damit all das, was wir hier gerade entwickeln und was hier nach vorne geht, auch mit Leben erfüllt wird. Und es kann uns halt auch nichts Schlimmeres passieren, als dass die Deutsche Bahn eben die Leute aus ganz Deutschland erfinden muss, weil das ist so ein bisschen ja die Grundlage unserer Argumentation, dass wir sagen, wir müssen Arbeitsplätze schaffen in der Region mit den Strukturmitteln, um eben Ersatzarbeitsplätze für die zu schaffen, die ihren Job verlieren. Und da müssen wir eben schauen, dass wir das überhaupt hinbekommen, weil der Fachkräftemangel zusätzlich noch reindrückt und wir eben eigentlich perspektivisch sehen, dass wir deutlich mehr Leute brauchen, die in die Lausitz auch kommen, zurückkommen oder hier ihre Ausbildung machen. Wir haben in der Lausitz ein absolutes Defizit an jungen Menschen. Da sehen wir also auch noch ein riesiges Problem. Das macht den Fachkräftemangel noch mal ein bisschen schärfer, weil wir in Südbrandenburg zumindest aktuell 3.500 Ausbildungsstellen haben, die ausgeschrieben sind, aber nur 2.500 junge Leute, die sich da bewerben auf diese Stellen. Und da sehen wir, dass wir 1.000 junge Menschen zu wenig haben, alleine für die Ausbildungsstellen, die jetzt da sind. Und wir müssen also viele, viele Menschen davon überzeugen, erstens, und das ist, glaube ich, noch der einfachere Schritt, in der Region zu bleiben und zweitens auch Leute dazu zu motivieren, dass sie in diese Region kommen, damit dieser ganze Wandel, den wir hier gerade anstoßen, auch tatsächlich auf einem guten Fundament steht und dass ausreichend Menschen da sind, die auch die Arbeit mit Leben füllen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und genau, ein Punkt noch zum Schluss, weil es gibt immer so ein paar Stöcker, die uns ja in der Region auch zwischen die Beine geschmissen werden und einer ist zum Beispiel das Thema Vestas, wo jetzt das Werk geschlossen wird. Das hilft natürlich, finde ich, in der allgemeinen Diskussion um den Strukturwandel und um die Strukturentwicklung überhaupt nicht. Wenn man eben ein, ich sag mal, Grundpfeiler auch der Energiewende, wenn dort Windräder hergestellt werden, wenn die Betreiber sagen, dass das Werk geschlossen werden wird, dann ist es natürlich für die Stimmung der Menschen hier vor Ort ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, weil das natürlich schlecht zu erklären ist bei den Leuten, die eben hier diese Strukturentwicklung miterleben, wie das sein kann, dass ein Unternehmen dann eben nicht mehr da ist, obwohl man da ja auch die Zukunft sieht, auch zu Recht. Und sowas hilft uns halt tatsächlich überhaupt nicht. Und da haben wir also noch schon ein paar Baustellen auch zu lösen am Ende. Hey, vielen Dank. Vielleicht können Sie noch zwei, drei Sätze sagen. Sie sind nicht auf die Corona-Pandemie eingegangen. Hat das auf den Arbeitsmarkt in der Lausitz nur einen sehr geringen Effekt gehabt? Oder wie schätzen Sie das ein? Also während der Corona-Pandemie hat es natürlich auch Auswirkungen gehabt. Auch hier gab es ausreichend Kurzarbeit gegenüber dem Bundesdurchschnitt doch ein bisschen weniger erfreulicherweise. Und es ist jetzt auch anhand der Zahlen tatsächlich so, dass wir jetzt schon auch in Brandenburg und auch in der Region das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht haben und es auch nur ganz vereinzelt noch Kurzarbeit gibt in Unternehmen. Also von daher, klar, für die Menschen war das auf jeden Fall spürbar, die davon betroffen waren, aber die Lage hat sich doch recht schnell wieder erholt. Okay, vielen Dank.
Der Tenor bisher war ja stark, dass eigentlich das meiste des Strukturwandels bereits geschafft ist und nichtsdestotrotz natürlich viele Herausforderungen noch anstehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Mich würde Ihre Einschätzung, Frau Matsching, interessieren. Es wurden ja auch diverse Programme aufgesetzt im Zuge des Kohleausstiegs, Strukturstärkungsgesetz und so weiter, wo sich natürlich auch die Frage stellt, wie wird das Geld verausgabt, was für Initiativen werden gefördert. Wie fällt da aus Ihrer Perspektive das Fazit bisher aus der Strukturwandelpolitik? Ja, vielen Dank und hallo allerseits auch von mir. Das bisherige Fazit, ich würde mal sagen, gespalten, weil auf der einen Seite die Gelder, die in den Strukturwandel gepumpt werden, in den drei Revieren, bei den einen für Euphorie und für Aufbruchstimmung sorgen und bei den anderen für Skepsis und für Zweifel, ob das Ganze jetzt irgendwie gelingen kann. Meine VorgängerInnen haben ja schon angesprochen, welche Herausforderungen wir hier haben. Einmal die Marktstruktur und auf der anderen Seite der Fachkräftemangel. Und von daher sind die Bundesinvestitionen, die direkt von der Bundesebene kommen, die dafür dann sorgen werden, dass hier sich ein Forschungszentrum ansiedelt im sächsischen Teil der Lausitz oder dass das Bahnwerk nach Cottbus kommt, dass dort umfangreiche Arbeitsplätze geschaffen werden. Bei dem Forschungszentrum müssen wir hier nochmal im sächsischen Teil der Lausitz gucken, wo das dann auch angesiedelt wird, weil wir ja auch hier immer wieder die Diskussion haben, Kernbetroffenheit oder nicht. Also weil kernbetroffen würde ich mal so das Dreieck Cottbus, Hoyerswerda, Weißwasser beschreiben, das mehr oder weniger halt von dem Ausstieg aus der Kohle betroffen ist. Im sächsischen Teil der Lausitz wird aber davon gesprochen, das Forschungszentrum dann wohl eher Richtung Görlitz, Bischofswerda, Dresden, Bautzen oder sowas anzusiedeln, was ja dann doch eher weiter davon weg ist und da wiederum dann auch für Frustrationen sorgt, wo das Geld denn am Ende eigentlich landet, weil, und das ist ja auch eins der gefühlten Probleme, auch wenn man jetzt sagt, okay, in der Lausitz arbeiten nur noch 8.000 Leute in der Kohle und das sind halt irgendwie 0,8% oder so, konzentrieren sich diese Leute aber halt in einer bestimmten Region in der Lausitz. Und das bedeutet dann einfach, dass an so Orten wie Weißwasser, Schleife, Hoyerswerda, Spremberg, dass sehr viele Leute betrifft im Anteil dessen, was es halt der Gemeinde- oder Stadtbevölkerung ist und deswegen halt auch bei denen den Unmut erzeugt. Und den Unmut erzeugt es halt auch in der Hinsicht, dass das Geld, was hier über das Bundesland ausgeschüttet wird, ich kann da jetzt erstmal nur über von Sachsen sprechen, die sogenannten Strukturhilfen, dass die vor allen Dingen halt in Infrastrukturprojekte gesteckt werden. Also wo halt dann Kitas saniert werden, Schulen saniert werden, wo touristische Wegeleitsysteme angelegt werden und so weiter. Und das Ganze ist nachvollziehbar unter dem Aspekt, wie es Herr Bedrich ja schon angesprochen hat, dass wir eine attraktive Region gestalten müssen, weil wir ja jetzt schon einen Fachkräftemangel haben oder die Leute nicht hier halten können oder viele weggehen, gerade auch junge Frauen. Das ist so jetzt eine gegenteilige Erzählung zu dem, was Frau Kimmel-Flücke gesagt hatte, dass natürlich die Frauen auf der einen Seite diejenigen sind, die sich schneller angepasst haben, aber sie sind halt auch die jungen Frauen, diejenigen, die am schnellsten aus der Lausitz wegrennen. Und wie können wir sie hier halten? Und da sind wiederum diese ganzen Investitionen in die Infrastruktur natürlich ein Beitrag dazu. Aber die Leute hier verstehen das nicht so richtig, weil auf der einen Seite ist es halt so eine nachholende Investition. Also wir haben hier ja zum Teil nicht mal guten Mobilfunkempfang. Von Internet brauchen wir ja dann gar nicht reden. Die Leute regen sich über die Straßenzustände auf. Wir fragen uns dann, warum soll jetzt aber weiter Geld in Straßenbau hier gesteckt werden? Da gibt es dann die Diskussion darum, braucht man jetzt einen schnellen Autobahnzubringer hier, um Wirtschaftsansiedlung zu betreiben? Für wen siedelt man Wirtschaft an, wenn sowieso keine Leute hier sind und wir die erst hierher holen müssen? Kommen die nur, wenn die Straßen gebaut werden? Also es sind so Fragen, die sich dann irgendwie im Kreis drehen. Und aus politischer Sicht muss ich aber dennoch auch das Verfahren, wie es aufgebaut ist, kritisieren, weil es halt vor allen Dingen die Staatsregierung und die Landräte sind und vier Bürgermeister, also das sind wirklich nur vier Bürgermeister, keine Bürgermeisterin dabei, die darüber entscheiden, wohin das Geld fließt. Es gibt dann hier noch so ein Alibi-Konstrukt, dass auch Zivilgesellschaft, Vertreterinnen aus dem Bereich Wirtschaft,
Soziales, Kultur, Jugend und so weiter auch ihre Stellungnahmen dazu abgeben, was die Kommunen an Projektvorschlägen einreichen, wo das Geld verteilt wird. Aber das ist halt nur so eine Meinungsabfrage am Ende, was die Gruppen halt dann irgendwie dazu sagen, hat kein Stimmrecht, weil nur die Bürgermeister, die beiden Landräte beziehungsweise die Frau Weber aus dem Landkreis Bautzen und ein Vertreter des Regionalministeriums am Ende darüber abstimmen können, welche Projekte durchkommen und welche nicht. Und das Ganze hat meines Erachtens auch noch einen problematischen Aspekt dahingehend, dass es keine wirkliche strategische Ausrichtung der Investitionen gibt. Also es gibt jetzt halt diesen großen Topf an Geld, der dann bei jedem regionalen Begleitausschuss zur Verfügung gestellt wird. Und die Projekte, die dann über die Bearbeitung der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung in diesen Ausschuss gebracht werden, die sind halt so nachholende Infrastrukturinvestitionen, aber sie richten sich nicht an einer konkreten Strategie aus, obwohl es dazu ja verschiedene Papiere hier gibt. Und trotzdem gibt es keine Konzentration auf eine spezifische Clusterentwicklung oder zum Beispiel auf das Thema Jugend. Was interessiert die eigentlich? Was wollen die hier für eine Zukunft haben? Deswegen, wo müssen wir da rein investieren? Oder auf das Thema Frauen. Wie können wir sie hier halten oder die Region attraktiver machen? Und einen problematischen Aspekt möchte ich gerne auch noch ansprechen, gerade nur mal auch aus linker Hinsicht. Wir haben ja hier neben der Braunkohle noch einen anderen großen Flächenfresser und das ist der Truppenübungsplatz Oberlausitz, der seitens der sächsischen Staatsregierung gerne um 1000 Soldaten aufgestockt werden möchte, wo sie auch dafür das Geld, was vom Bund kommt, gerne parken. Dadurch wird ein gewisses oder ein sogenanntes Ausbildungscluster 4.0 in allen Bundesländern nicht gefördert, weil Sachsen diese Förderung verweigert und das Geld lieber für die Aufstockung des Truppenübungsplatzes ausgeben möchte. Und das sehen wir nicht nur vor dem Hintergrund des ganzen Friedensaspektes kritisch, sondern auch, dass wir hier eine Region sind, die eh schon einen Männerüberschuss in allen Alterskohorten unter 80 hat und daher nicht weiter Arbeitsplätze gefördert werden können oder sollen, die sich insbesondere an männliche Arbeitnehmer oder halt in dem Fall dann Soldaten richten, sondern dass es eigentlich eine spezifische Frauenförderpolitik geben sollte. Aber die ist leider nicht zu sehen. Das wäre jetzt erstmal meine Einschätzung und ich hoffe, dass die Frage beantwortet hat, wie sie gestellt war. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Überleitung quasi von stärker von der historischen Perspektive auf die Gegenwart und die Zukunft. Und in der zweiten Runde wollen wir uns dann stärker eben den Aspekten widmen. Und da möchte ich dann auch direkt weitergeben an Kimme Pflücke. Eben mit der Frage, ist jetzt auch schon angeklungen bei Frau Metzing, einige Kritikpunkte an der bisherigen Ausrichtung der Strukturwandelpolitik, das stark top-down gesteuert ist und eigentlich so eine strategische Ausrichtung bisher nur bedingt erkennbar ist. Wie ist dein Eindruck erstmal auch auf einer etwas abstrakteren Ebene? Wie wird eigentlich Arbeit in den Strukturwandeldebatten verhandelt und was für Schwerpunkte und Auslassungen, blinde Flecken fallen dir da auf? Ich fand es gerade sehr spannend zu hören, wie das in der Oberlausitz, was da für Debatten, also noch auch laufend lang dieser Linie von Geschlecht und Arbeit. Bei uns passieren nämlich teilweise umgekehrte Prozesse, wobei ich das in Löbau auch schon gehört hatte bei einem Austausch, den ich dort mal hatte, dass es immer wieder solche, also ja, so Diskursbilder, die immer wieder aufgetaucht sind in Interviews, waren solche Momente wie 6000 Kohlekumpel können wir doch nicht in die Pflege schicken oder die Frage danach, bei uns an der BTU wird die Hebammenausbildung als Pilotprojekt wieder zurück an die Universitäten geholt und das wird dann teilweise auch innerhalb der Universität von männlichen Dekanen oder anderen Professoren sehr negativ bewertet, dass das ja nicht wertschätzend als Beruf und nicht wertschätzend behandelt würde ich sagen. Also so eine Art von Deutungsarbeit soziologisch da auch zu machen, zu sehen, welche Arbeitsplätze werden da wie anerkannt, jetzt auch jenseits des Entgelts, was ich vorhin angesprochen habe, weil das ja auch ein Kampf, der geführt werden muss. Und der andere ist der, wie werden die bewertet, gewertschätzt und finde ich auch mit Geschlechterbildern verknüpft. Ne? Also wie
wie eben gerne vergessen wird, dass auch Frauen in der Kohle waren, so, so wird teilweise sehr schwierig dargestellt, dass Männer aus dem Industriebereich in Dienstleistungsbereiche gehen könnten und selbst wenn es quasi gut anerkannte oder besser entlohnte Dienstleistungsbereiche sein sollten. Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass da tatsächlich eigentlich, wenn irgendwo dann hier ein besonders guter Ort wäre, um so ein bisschen zu zeigen, dass das alte, tradierte und überkommene Bilder sind, weil ich oft denke, also es gibt kaum ein moderneres Geschlechterarrangement, was Erwerbsarbeit und Sorgearbeit angeht, als im Osten, als bei uns hier in der Lausitz, also in Cottbus heißt es häufig, es gibt diesen umgekehrten Gender Pay Gap, wo Frauen angeblich mehr verdienen als die Männer. Das ist, wenn man es genauer anschaut, dann am Ende nicht ganz so. Also der bereinigte Gender Pay Gap ist dann auch wieder nicht so positiv, sagen wir mal, dass er die Frauen übervorteilt. Aber es gibt erstmal den unbereinigten von 17%, die Frauen am Ende mehr auf dem Konto haben als die Männer, was einfach schlicht und einfach daran liegt, welche Arbeitsmarktstruktur wir hier haben, also dass Frauen eben in diesen angestellten Berufen dann doch noch eine Art von mittleren Bereich erreichen in einem insgesamt nicht ganz so gut entlohnten Arbeitsmarkt, regional gesehen, und damit besser dastehen als die Männer. Genau, aber eigentlich würde ich sagen, sozusagen, wir haben hier eigentlich die Chance für eine Neugestaltung, die nicht so aussehen muss, dass Frauen eben in der Dienstleistungsarbeit in nicht gewertschätzten und in Teilzeit zu verrichtenden Arbeiten sind und Männer in der Industriearbeit sind und oder auf einem Truppenübungsplatz, sondern dass es vielleicht tatsächlich möglich wäre, sich zu überlegen, wenn man die Lausitz umgestaltet, wenn man jetzt eben so einen Medizincampus hierher holt oder wenn man hier neue Möglichkeiten vielleicht auch im Tourismus schafft, wie man die vielleicht, oder in der Pflege, wie man hier vielleicht etwas, ja, neue Vorzeichen setzen könnten für eine neue Wertschätzung für gute Arbeit, wie die DGB das ja auch nennt. Das ist ja auch eine Forschungsfrage, wie die gute Arbeit von morgen aussehen könnte und dass sie eben auch in diesen Bereichen entsteht. Also das, so viel vielleicht zur Frage der Zukunft und dieser Arbeitsumgestaltung. Okay, vielen Dank. Also es müsste stärker quasi auch darum gehen, quasi so die alten Geschlechterstereotype aufzubrechen im Hinblick auf die Zukunft der Arbeit in der Lausitz und der Beschäftigungsverhältnisse auch. Herr Bethrich, wie ist da Ihre Einschätzung und was sind so die Vorschläge des DGB dahingehend, wie Strukturwandel, wie Arbeit in der Lausitz in Zukunft gestaltet werden sollte? Ja, zum einen kenne ich die Statistik auch, dass im Cottbus der Gender Pay Gap positiv ausfällt für die Frauen. Ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, dass, wenn man das nur auf Cottbus betrachtet, die ganzen Kohlearbeitsplätze ja um Cottbus sind und nicht in Cottbus. Und in Cottbus ja viel Verwaltung ist, Knappschaft, CTK, also vor allem Bereiche, wo dann doch überdurchschnittlich viele Frauen arbeiten, die aber gut entlohnt sind. Von daher sind wir da wahrscheinlich als Cottbus doch ganz vorzeigbar an der Stelle und recht fortschrittlich. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass wir halt in Zukunft die Arbeit auch neu gestalten müssen in der Lausitz. Wir hatten das ja schon, dass wir eben von diesem, also von dem reinen Thema, dass wir nur Industriearbeitsplätze haben werden, kommen wir ja automatisch weg, weil das einfach der Arbeitsmarkt in Zukunft auch nicht mehr hergeben wird. Für uns sind Industriearbeitsplätze als Gewerkschaften halt schon ein sehr hohes Gut, weil sie eben im Regelfall tariflich entlohnt sind. Das sind meistens große Firmen, die Arbeitsplätze haben, die auch einen vernünftigen Tarifvertrag haben. Und da sind wir einfach in der Lausitz, aber auch in ganz Brandenburg und auch in ganz Ostdeutschland völlig unterrepräsentiert. Es wäre uns halt lieber, und das ist auch die große Hausaufgabe, die wir als Gewerkschaften haben, dass es deutlich mehr Tarifverträge geben muss. Dann würde sich auch das Thema mit den Pay Gaps auf Dauer bessern, weil natürlich in einem Tarifvertrag auch Frauen im besten Fall das Gleiche verdienen. Da gibt es immer auch nochmal Unterschiede, das weiß ich, aber die Lücke ist deutlich kleiner als in einem Betrieb, in dem eben kein Tarifvertrag ist. Deswegen ist das große Ziel für uns ist, in der Lausitz möglichst viel tarifgebundene Arbeitsplätze zu haben, weil das auf Dauer sowieso immer dazu führt, dass, wenn Unternehmen einen guten Betriebsrat haben und einen Tarifvertrag und ordentliche Betriebsvereinbarungen, führt es auf Dauer sowieso dazu, dass sie sich positiv entwickeln, auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Weil
auch Mitbestimmung und Gewerkschaften immer auf das reagieren, was in der Welt passiert. Und wenn wir jetzt das Thema Digitalisierung nehmen, oder auch ganz aktuell das Thema mobiles Arbeiten oder Homeoffice, je nachdem, wie man möchte, dann ist es eben so, dass in den Betrieben halt darauf reagiert wird. Und dann zeichnet aber mobiles Arbeiten eben nicht nur aus, dass ich einen Laptop in die Hand gedrückt bekomme und einfach überall arbeiten kann, sondern dass dazu halt auch ein paar Regeln gehören, die die moderne Arbeit auch gestalten können. Die werden halt in Betrieben, wo es einen Betriebsrat gibt, über Betriebsvereinbarungen oder auch über einen Tarifvertrag und entsprechende Regelungen halt gemacht. Und das ist dann halt ein Prozess, der mit der Zukunft der Arbeit mitläuft. Das ist nichts, was stehen bleibt. Also oftmals tut man ja so, als wären Betriebsräte Bremser in Unternehmen, wenn es um Erneuerungen geht. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, es sind eben die Mitgestalter. Und jede Erneuerung in einem Betrieb birgt halt im Zweifel auch Risiken für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dann finde ich das vollkommen richtig, dass es da Menschen gibt, die da drauf gucken. Deswegen bremsen sie aber nicht, sondern führen das nur in vernünftige Bahnen, damit das gelingen kann. Und deswegen glaube ich, würde uns das tatsächlich bei der zukünftigen Arbeit, wie auch immer die aussieht, schon helfen, wenn man diesen Prozess in den Unternehmen einfach auch direkt begleiten könnte, indem man vor Ort eine vernünftige Mitbestimmung hat. Hey, vielen Dank. Und so im Hinblick auf so die konkreten Maßnahmen des Strukturwandels, sehen Sie da als DGB auch Möglichkeiten, da Ihre Interessen, also Frage von Mitbestimmung, Tarifbindung und so weiter, irgendwie konkrete Maßnahmen zu verankern? Und wenn ja, welche? Also ja, wir sind bei der, das muss man, glaube ich, ein bisschen trennen, weil ich das weiß, dass es zwischen Sachsen und Brandenburg an der Stelle der Mitbestimmung innerhalb dieses Strukturwandelprozesses echt erhebliche Unterschiede gibt. Und ich das auch weiß, dass der Prozess in Sachsen halt wirklich extrem top-down ist und sich da viele Player und Institutionen, auch wir als DGB und als Gewerkschaften, uns da nicht abgeholt fühlen in Sachsen. Ich in Brandenburg sehe das zum Glück ein bisschen besser, weil das, was die Wirtschaftsregion Lausitz hier macht, hat schon mehr Mitbestimmungscharakter, als das in Sachsen passiert, durch diesen Werkstattprozess, in dem wir auch eingebunden sind als Gewerkschaften. Wir sitzen tatsächlich in allen Werkstätten, sind wir auch mit einem Gewerkschaftsvertreter vertreten und können eben dort im Rahmen der Möglichkeiten, auch da hat man dann nur eine Stimme von 20, aber im Rahmen dieser Möglichkeit zumindest dort mitdiskutieren, mitbestimmen und unsere Zweifel auch an einzelnen Projekten anmelden. Und ich glaube, das hilft uns schon. Und die Diskussionen werden auch besser, sodass wir da auch mehr in das Doing reinkommen, dass wenn eben Projekte aus unserer Sicht eben nichts mit dem Strukturwandel zu tun haben und vielleicht auch anders finanziert werden können und man nicht unbedingt das Geld nehmen muss, das eben für Strukturentwicklung vorgesehen ist, dann findet das jetzt auch langsam aber sicher Anklang. Zumindest auf Brandenburger Seite sind wir da ganz gut unterwegs, dass wir da uns auch mit einmischen können. Wie gesagt, auf sächsischer Seite weiß ich, dass das deutlich komplizierter ist. Okay, vielen Dank. Ich denke, das ist auch noch eine gute Überleitung zu Frau Matsching. Sie haben in Ihrem vorherigen Beitrag viel Kritik geübt an der bisherigen Entwicklung des Strukturwandels und der Verteilung der Gelder. Was ist denn Ihre Vision und Perspektive für die Lausitz und wo sehen Sie auch neue Möglichkeiten für Beschäftigung? Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal, ich muss da mal so ein bisschen lächeln mit diesem extrem Top-Down, weil wenn man den Minister hier fragen würde, wie denn der Prozess hier organisiert ist, würde der sagen, so basisdemokratisch wie bei uns ist er in keinem anderen Revier organisiert. Also die Einschätzung darüber, wie das halt überall läuft, die ist in doppelter Hinsicht sehr differenziert. Ja, Vision für die Lausitz. Wir haben als Linke ja auch mal so ein Papier rausgebracht, ganz am Anfang des Strukturwandels, also wo das ganze Thema so losgeht. 15 Thesen waren das. Und ein Thema daran, Frau Flücke, ich weiß gar nicht, sagt man jetzt Kimmel Flücke oder Flücke? Kimmel ist mein Vorname und Tobias Haas nennt mich dann beim Vornamen manchmal. Aber genau, also Flücke ist der Nachname, ist schon richtig. Alles klar. Gut, hat es ja auch schon gesagt, die Lausitz ist ja ursprünglich eigentlich eine sehr agrarisch geprägte Region. Deswegen wäre halt einer unserer Ansätze, auch da verstärkt reinzugehen und
Wertschöpfungsketten mit nachwachsenden Ressourcen, Rohstoffen aufzubauen, gerade was den Bereich Hanf, Flachs, Fasern, Leinen angeht. Da sehen wir hier viele Möglichkeiten, was man entwickeln könnte. Es müsste halt nur immer auch jemand in die Hand nehmen. Ein anderer Bereich ist natürlich der ganze Thema Holz und Holzwirtschaft. Wir haben da in Sachsen, hat sich ja jetzt auch ein Holzbaukompetenzzentrum gegründet, leider verstärkt angesiedelt in Dresden und Leipzig und nicht dort, wo das Holz wächst. Wir könnten allein in unserer Lausitzer Region hier ein Holzbaukompetenzzentrum gebrauchen, um nämlich genau das modularen Holzleichtbau voranzubringen. Das wäre etwas, was hier vorhandene Strukturen tatsächlich stärken würde. Auf der anderen Seite, Frau Flücke hat es auch angesprochen, die ganzen Investitionen im Bereich Tourismus. Beim Tourismus merkt man nur immer wieder, wenn man sich mit den Leuten hier unterhält, ich weiß immer gar nicht, ob die Leute hier so daran interessiert sind in der Region, so viele Touristinnen hier zu empfangen. Also die Aufgeschlossenheit ist da gefühlt auch begrenzt und es gilt, die Arbeitsplätze im Bereich des Tourismus gelten halt auch als prekäre Arbeitsplätze beziehungsweise welche, in denen man halt nicht so gut verdienen kann, weswegen die jetzt auch nicht als besonders attraktiv gelten oder der ganze touristische Bereich als etwas, wo die Leute hier sagen, na, das wird uns dann irgendwie voranbringen. Das wird halt auch sehr skeptisch gesehen. Und ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, ich fände es wichtig, wenn vor allen Dingen die Jugend auch mal dazu befragt wird, wie sie sich eigentlich ihre Zukunft in der Lausitz vorstellen. Wir haben ja jetzt nur 3 verschiedene Förderperioden und ich weiß, dass die Angst der Staatsregierung die größte ist, dass die fast Milliarde, die an Strukturhilfen für die Kommunen und das Land jetzt hier zur Verfügung stehen, die bis 2026 ausgegeben werden müssen. Also die müssen kassenwirksam abgerechnet sein. Da müssen Rechnungen geschrieben und bezahlt sein, dass das Geld nicht ausgegeben wird. Aber dass man halt vor allen Dingen eigentlich hier einen Beteiligungsprozess, der den Namen auch verdient, aufsetzen müsste, um zu gucken, was haben wir denn hier, was passt zusammen und wo wollen die Leute, die hier sind, gerne auch hingehen? Also wie wollen sie sich entwickeln oder in welchen Bereichen würden sie gerne wirtschaftlich aktiv werden? Und das wird auch oder könnte besser und gut ergänzt werden durch das ganze Thema Forschung und Entwicklung. Das passiert ja auch zum Teil, was das ganze Thema 5G angeht, autonomes Fahren, Wasserstoff, Carbon-Bereich und so weiter. In dem Bereich gibt es aber immer wieder kritische Fragen, die aufgeworfen werden müssen, gerade im Bereich Wasserstoff. Wir sind eh schon eine wasserarme Region. Es wird noch deutlicher, wenn dann die Pumpen abgestellt werden und die Spree nicht mehr mit dem Sickerwasser, glaube ich, ist es, gefüllt wird. Also das Wasser, was abgepumpt wird, derzeit, um die Braunkohle abzubauen, muss überhaupt der Wasserhaushalt hier erstmal wieder hergestellt werden? Ist überhaupt genug Wasser da, um hier eine Wasserstoffindustrie zu fördern? Muss hier Energie produziert werden, obwohl wir halt ja auch keine Industrieregion mehr in der Hinsicht sind. Also ich meine, Industrieregionen sind in Deutschland, gerade im Süden Deutschlands, vorhanden. Deswegen baut ja die LEAG auch dort ein Gaskraftwerk und nicht hier, weil da die Energie dort produziert werden muss. Das sind so Fragen der Forschung und Entwicklung. Ich fand ja eigentlich, was vom Fraunhofer-Institut ja auch mit der Stadt, von der Stadt Hoyerswerda unterstützt dort eingereicht worden ist, nämlich dezentrale Forschungsstandorte im Bereich Klima, Wasser und Ernährung, glaube ich, waren die 3 Schwerpunkte aufzubauen. Das hätte der Region geholfen, weil Wasser und Ernährung als agrarisch geprägte Region hier wirklich konkrete Anknüpfungspunkte sind. Stattdessen haben wir jetzt die Auswahl hier zwischen 2 Aspekten, ob wir ein Weltraumforschungszentrum in die Lausitz bekommen. Und ich sage dann immer so ein bisschen flapsig, naja, wir haben hier zwar Mondlandschaften, aber deswegen sind wir hier nicht unbedingt für Weltraumforschung prädestiniert. Also welches Alien kommt dann hier in die Region gesetzt, soll dann Leute anziehen, ohne dass es konkrete Anknüpfungspunkte hier vor Ort gibt. Ich kann das natürlich aufgrund der da bin ich nicht so fit wahrscheinlich auch wie Marco Bedrich, der halt sagen kann, okay, wir haben halt hier diese Arbeitsmarktstrukturen im Anknüpfungspunkt, ja auch gerade was die Zulieferindustrie der Braunkohle anbetrifft, die vielleicht von solchen Forschungen profitieren könnte. Das kann ich nicht einschätzen, da müsste ich mich auch noch mal schlauer machen. Aber mein erster Eindruck ist, dass eher internationaler, extravaganter Forschung hier einen Platz eingeräumt wird, statt zu gucken, was tatsächlich in der Region ist und denen, die hier sind und den Voraussetzungen, die das Land, also die ländliche Region bietet, da Anknüpfungspunkte zu schaffen.
Ja, vielen Dank auch für die Einschätzung und den kritischen Blick auf Weltraumforschung. Ich würde an der Stelle auch gerne die Runde öffnen. Also wir sind in einer recht kleinen Runde, deswegen macht es da wenig Sinn, in Breakout-Groups zu gehen. Aber einige Zuhörer, Zuhörerinnen gibt es doch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn aus dem Kreis derjenigen Fragen, Anmerkungen kommen würden für die Diskussion. Also gerne in Chats oder da es ein überschaubarer Kreis ist, wer sich gerne beteiligen möchte an der Diskussion, kann auch sein Mikrofon einfach unmuten und einen Redebeitrag bringen. Ich würde vielleicht kurz einmal, oh sorry, da ist nun tatsächlich eine Hand gehoben, das habe ich jetzt übergangen. Ich kann die Frage dann gleich im Anschluss stellen. Okay. Ich würde tatsächlich kurz mal darauf antworten, wie es, sorry, kurz abgelenkt, jetzt. Das, was Frau Märtchen gerade gesagt hat zum Thema die Zuliefererbetriebe und Forschung. Ich glaube, da ist tatsächlich ein Zusammenhang und der Zusammenhang kann gut funktionieren, weil viele Zuliefererbetriebe es jetzt schon tun, dass sie eben in andere Bereiche reingehen und die anderen Bereiche dazu führen, dass die eben sich in der Forschung neu aufstellen müssen. Das heißt, die wissen ja ganz genau, dass sie in Zukunft nicht mehr Zulieferer für den Braunkohlebereich sein werden und müssen sich entsprechend neue Betätigungsfelder suchen, weil sie sonst in Zukunft schlichtweg nicht mehr da sind. Das haben alle verstanden. Und ich glaube, die Kombination daraus, dass man Forschung in der Region hat, die eben ja dazu führen soll, dass es da neue Ideen gibt, neue Geschäftsfelder entwickelt werden, die zur Marktreife geführt werden, dass ja die dann am Ende die praktischen Partner brauchen, die diese Ideen, die die Marktreife erreicht haben, irgendwie umsetzen. Und das können am Ende ja die Zuführerbetriebe sein. Und deswegen sehe ich da schon eine ziemlich große Chance, auch mit Forschung in der Region tatsächlich den Zwist zwischen Forschung und Zuliefererbetrieben, die eben auch betroffen sind, am Ende hinzukriegen. Das kann aus meiner Sicht eine ganz gute Lösung sein. Okay, vielen Dank. Wenn es jetzt keine direkte Reaktion darauf gibt, dann würde ich jetzt erst noch mal kurz Konrad Guttler das Wort erteilen und dann Kimme Pflücke. Können Sie mich gut hören? Ja, okay, sorry, ich hatte hier ein paar Internetprobleme zwischenzeitlich, tut mir leid. Vielen Dank für die interessante Diskussion bis hierher schon. Mir sind so zwei, drei Nachfragen gekommen bei den Beiträgen jetzt über die Zeit und ich dachte, vielleicht werfe ich die einfach mal in den Raum und wer auch immer sie beantworten möchte, der kann sie gerne darauf Bezug nehmen. Einerseits war die Rede davon, gerade zu Beginn der Diskussion ging es auch nochmal darum, wie sieht es aus mit den direkten Arbeitsplätzen, die sozusagen durch den Kohleausstieg bedroht sind. Da würde mich nochmal interessieren, ist das eine Problematik, wo es tatsächlich auch die Frage von Umschulungsmaßnahmen, von Retrainings für bestimmte Arbeitszweige gibt, ob das hier nochmal relevant wird oder ist das eine Problematik, die sich sozusagen durch den ja doch etwas in die Länge gezogenen Ausstiegsprozess mehr oder weniger so erledigt, dass viele Menschen einfach in Ruhestand gehen werden, insofern sich diese Problematik nicht so stellt. Das wäre die eine Frage. Eine zweite Frage, wo wir halt jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, das Stichwort von der Großansiedlung von Tesla im Südberliner Raum, würde ich mal sagen, ist ja durchaus auch eins, was in der Lausitz sehr viel diskutiert wird. Heute ging es jetzt hier unter anderem auch um Fachkräftemangel. Und da würde mich interessieren, ob das sozusagen eine Entwicklung ist, die sich tatsächlich auf die Lausitz schon auswirkt. Sei es, dass sozusagen dass es den Fachkräftemangel in der Lausitz noch verstärkt oder möglicherweise einfach auch, dass es eher Gelegenheiten bietet. Da würde mich vor allem Ihre Einschätzung, Herr Biedrich, auch dazu interessieren. Und vielleicht ein dritter Aspekt, falls wir die Zeit später noch haben. Der Titel der Veranstaltung heute war ja Care und Kohle. Und über Care haben wir jetzt heute am Rande auch schon gesprochen. Aber mich würde tatsächlich nochmal interessieren, ganz explizit, so dieser Bereich von Medizin, Pflege, Gesundheit und so weiter, der ja in der Lausitz auch immer wieder als Thematik
auftaucht. Wie schätzen Sie das ein, die Entwicklung bisher auch neben den großen Leuchtturmprojekten wie der Mediziner- und Medizinerinnen-Ausbildung, wo ja, soweit ich weiß, noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, welche Chancen sehen Sie damit verbunden und vielleicht auch, welche Chancen eben auch gerade für gute Arbeit, was ja in dem Bereich auch besonders relevant ist. Danke. Ja, vielen Dank, Konrad. Dann würde ich an dich weitergeben. Kimme, du kannst überlegen, ob du direkt auf Konrad eingehen möchtest oder erstmal die Frage, die du hattest, stellen möchtest oder eine Kombination von beidem. Ich würde vielleicht direkt erstmal an Marco Bittrich weitergeben, weil er die konkreten Fragen zum Fachkräftemangel beantworten kann, weil meine Frage dann wieder ganz wegführt davon. Und sag dann gerne nochmal was zu dieser Care- und Medizinfrage im Anschluss. Okay? Okay, passt. Das passt auch für mich, weil die Care- und Medizinfrage ist auch nicht so meine Stärke. Ich würde mich auf die anderen beiden Punkte konzentrieren. Zum einen das Thema Weiterbildung. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Also wir werden ohne Weiterbildung nicht weiterkommen, weil wir haben zwar einen Altersbaum, den wir bei der LEAG und auch in vielen anderen Bereichen in Lausitz sehen, wo wir jetzt wissen, dass in den nächsten Jahren viele Menschen in Rente gehen. Gleichzeitig werden aber auch bei der LEAG aktuell noch 150 junge Menschen im Jahr ausgebildet. Das heißt, da kommen ja auch Leute nach. Die brauchen natürlich auch in den nächsten Jahren noch Leute, weil auch so ein Kraftwerk bis zu seiner Lebensendzeit betrieben werden muss und Leute braucht. Aber perspektivisch wird es so sein, dass man halt die jungen Leute auch umschulen muss, weiterbilden muss eben. Und ich glaube, das ist gar nicht so ein riesiges Problem, weil viele von denen, die eben da kernbetroffen sind, haben eine ganz normale Ausbildung, sind Elektroniker, sind Industriemechaniker, also alles Dinge, die man in einem Bahnwerk braucht oder bei der BASF auch braucht oder in anderen Unternehmen und auch im Handwerk braucht, ja, wo also definitiv Perspektiven sind. Man muss sie halt nur entsprechend schulen. Und deswegen muss das einen Schwerpunkt haben, auch in der Zukunft, dass die Weiterbildungsangebote vor allem attraktiv sind. Also ich glaube, es ist das Wichtigste, ist, dass man Lust auf diese Weiterbildung schafft und Lust bei den jungen Leuten schafft, dass sie eben sich mit einer Weiterbildung eben, dann ist es halt nicht mehr die Kohle, aber mit einer Weiterbildung in einem anderen Bereich eine Perspektive aufbauen können. Ich glaube, da muss man einfach viel, viel positive Energie reinbringen, damit die Leute da Lust drauf haben. Thema Tesla und Fachkräfte, das ist echt schwer zu bewerten aktuell, weil zum einen ist die Tesla-Fabrik so ungefähr anderthalb Autostunden von Cottbus weg. Also es ist jetzt sozusagen, wenn man auf das Revier guckt, vielleicht gar nicht so attraktiv, den ganzen Fahrtweg auf sich zu nehmen, weil Tesla wahrscheinlich, wir kämpfen da ja darum, dass es da mal einen Tarifvertrag geben soll und wird. Tesla mag das allerdings nicht so. Von daher ist noch nicht so richtig klar, was dann da eigentlich gezahlt wird. Wenn die jetzt natürlich überproportional viel zahlen, dann kann es sein, dass es eine Bewegung gibt, eben nicht aus der Kohle raus, weil die werden dann nicht gelockt, sondern dann gibt es eben eine Bewegung raus aus zum Beispiel dem Handwerk. Wo halt normale Gesellen sagen, okay, ich kann bei Tesla deutlich mehr verdienen und nehme das im Zweifel im Kauf. Ich verlagere also das Problem Fachkräftemangel irgendwie nochmal ein Stückchen, weil auch das Handwerk in der Region natürlich einen absoluten Fachkräftemangel hat. Und also das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, je nachdem, wie sich Tesla entwickelt und wie Tesla in Zukunft sich auch aufstellen wird, ob die im Zweifel auch eher aus Polen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, kann das so eine Art Sogwirkung entfalten. Auf der anderen Seite gibt es auch in Berlin noch ausreichend Menschen und also die Arbeitslosenzahlen aus Berlin sind ja doch mal ein deutliches Stückchen höher, als das in Brandenburg ist und im Speckgürtel zum Beispiel. Von daher ist da auch in die Richtung noch Potenzial. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt so sehr auf die Lausitz ausstrahlt am Ende. Da bin ich mir momentan einfach noch nicht sicher. Okay, vielen Dank. Für die Einschätzung und dann würde ich jetzt dir das Wort geben, Kimme. Ja, ich sehe das eigentlich leider sehr ähnlich mit den Ausstrahleffekten von Tesla und der, also wir sehen das, wenn wir uns den Strukturwandel anschauen, ne? Also ein unglaublich hohes Potenzial an Enttäuschung, weil ein sehr großes Versprechen gemacht wurde. Wir hatten uns mal die Mühe gemacht und den Bericht der Kohlekommission auch nochmal genauer durchgesehen, darauf hin, wie funktioniert das eigentlich, wie wird so ein Strukturwandel von Seiten der Politik diskursiv geformt und
was jetzt sich sehr wissenschaftlich anhört, führt einfach am Ende darauf hin, dass es, dass wir gesehen haben, es bleibt sehr abstrakt, was die Zukunftsebene angeht, was die Gegenwartsebene angeht, wird ein unglaubliches, also es wird ein unglaublich großes Versprechen gemacht. Ne? Und da merken wir auch in den biografischen Interviews, die wir führen, es gibt eben sehr viele Zweifel, ob diese Versprechen so umgesetzt werden können. Und da ist manchmal dieses Ansetzen an dem, was schon da ist und das stärken oder genau schauen, was sind das die Bedarfe, was sind die genauen Stärken in der Region, was auch schon hier angesprochen wurde, vielleicht quasi eine unbefriedigendere Antwort als große Projekte wie Tesla, aber irgendwie glaube ich manchmal eine Antwort mit weniger Frustpotenzial und weniger Enttäuschungspotenzial in die Zukunft. Ne? Genau, und so, ich glaube, die Frage nach dem Schaffen von Arbeitsplätzen im Care-Bereich wäre genau so eine Art von Antwort, glaube ich, die nicht ganz befriedigend ist, weil sie nicht, auch da stellt sich wieder ganz sicher die Frage nach der guten Arbeit. Also in meiner Dissertation hatte ich mich mit Haushaltsarbeit beschäftigt, mit einem ganz anderen Thema, aber insofern vielleicht auch interessant, weil es quasi den Kern auch, also Arbeitstätigkeiten im Haushalt, Putzarbeiten und Betreuung von Kindern und so weiter, das ist ja die Arbeit, die am wenigsten anerkannt wird als Lohnarbeit und am stärksten abgewertet ist auf unserem Arbeitsmarkt. Und insofern kenne ich diese Diskurse schon ganz gut von dieser Form von Abwertung von Care-Arbeit, die eben auch ganz reale Folgen hat und auch in der in der Regulierung von Arbeitstätigkeiten ganz, ganz, ganz wirkmächtig ist, was man nicht als Arbeit anerkennt, was man nicht als Arbeit tariflich einbindet oder in den Tarifverhandlungen durch Gewerkschaften und Arbeitgeberinnenverbände also eben einbindet, einbettet. Das ist eben am Ende auch keine gute Arbeit. Das kann keine gute Arbeit sein. Pflegearbeit ist ein bisschen anderer Fall, aber führt auch in eine ähnliche Richtung. Allerdings würden wir schon denken, also gerade im Südbrandenburger Raum, mit der Schaffung eben dieses Medizinercampuses und das auch von eben solchen Pilotprojekten wie dieser Hebammenausbildung, dass hier eigentlich ein unglaubliches Potenzial ist. Auch gerade, wir machen jetzt ein kleines Forschungsprojekt in Guben und in Spremberg, in den beiden Städten mit Älteren zur sogenannten Altersinnovation. Und da arbeiten wir mit Bürgerinnen zusammen. Also das startet jetzt im Oktober, deswegen haben wir da auch keine großen Ergebnisse bisher. Aber wir haben schon eruieren können, dass ein Thema, was sehr viele beschäftigt, zum Beispiel das Wohnen im Alter ist. Und gutes Wohnen im Alter in der Lausitz zu ermöglichen, vielleicht auch in der Frage von der Verkehrswende, in der Frage von Mehrgenerationenhäusern oder das sind solche Themen, die eben viel kleinteiliger sind, weniger Arbeitsplätze schaffen würden, aber eben in so einem Care-Bereich durchaus tragfähig wären und arbeiten würden mit dem, was da ist. Und dann eine Antwort, die vielleicht weniger aus der soziologischen und mehr als Mitarbeiterin und Arbeitende in der Lausitz irgendwie mehr eine Antwort ist. Oder mich trifft das ja auch direkt hier, oder ich sehe den Strukturwandel ja auch im Rahmen der BTU Cottbus-Senftenberg. Und wir sehen das zum Beispiel, dass wir da gleichzeitig, während wir hier Leuchtturm sein sollen in der Region, die letzten zwei Hochschulentwicklungspläne erstmal von 230 auf 180 Professuren runtergekürzt haben und jetzt von 180 auf 155. Und das und dann versteht man manchmal nicht so recht, also wie eigentlich die eine Hand zur anderen mit der anderen zusammenarbeitet oder nicht. Also es ist sicherlich nicht alles bewahrungswürdig, sage ich mal, was nicht funktioniert. Aber da bekommt man teilweise auch in Gesprächen mit Mitgliedern des Landtags Antworten wie: Naja, die BTU soll sich rein auf die Technik konzentrieren. Wir brauchen eben Industriearbeitsplätze und Arbeitsplätze in diesen Kerntechnikbereichen. Und alles andere, auch selbst die Medizinerausbildung, wird da sehr, sehr skeptisch gesehen. Und ich denke mir immer, ach Mensch, aber
das, was da ist, zu stärken und das, was tatsächlich entstehen kann, erstmal zu begrüßen, das würde ich mir doch sozusagen als jetzt aus meiner privaten Perspektive, nicht so sehr als Soziologin, doch für die Region doch sehr wünschen. Ja. Ich hoffe, dass ich ein bisschen das mit dem Kern beantworten konnte. Gerne dann nochmal mehr, wenn wir in Guben und Spremberg aktiv waren und quasi ganz konkret vor Ort mit solchen Bereichen arbeiten. Okay, wir sind gespannt auf die Ergebnisse auf jeden Fall. Es gibt noch zwei Meldungen aus dem Publikum und genau, die würde ich dann gerne nacheinander dran nehmen. Zunächst Viktoria und dann Frauke Gerau. Ja, gerne. Frau Gerau, hatte sich das bei Ihnen direkt auf Kimi Pflücke bezogen, weil dann können Sie gerne auch als erstes die Frage stellen, weil meine Frage hat sich auf Marco Biedrichs Beitrag bezogen. Bei mir wäre es was Neues. Ja, also mein Beitrag ist eigentlich eher, also es ist eine Frage und ein Kommentar zugleich. Und zwar hat sich das auch nochmal auf diesen Aspekt der Weiterbildung bezogen, den Marco Biedrich ja auch angesprochen hat. Und da wollte ich irgendwie auch nochmal aus unserer Forschung berichten, weil wir ja auch mit Auszubildenden in der LEAG jetzt gerade auch eine Umfrage gemacht haben, die wir mit den Auszubildenden selbst entwickelt haben und wo mit Abstand, der mit Abstand am positivsten bewerteste Aspekt war, im Strukturwandel auch, dass 22% der Auszubildenden sagen, Weiterbildung ist der positivste Aspekt, den sie im Strukturwandel sehen. Und wo ich das irgendwie auch nochmal unterstreichen will, dass die Auszubildenden also sozusagen da schon auch eine große Bereitschaft haben, aber sozusagen auch diese Unsicherheit, wie sie eigentlich in diesem ganzen Prozess jetzt abgeholt werden. Also sozusagen sie haben den Wunsch, weitergebildet zu werden, wissen aber auch nicht so genau, an wen sie sich da jetzt wenden sollen und welche Strukturen da sind, um dann auch aufgefangen zu werden. Und das knüpft auch vielleicht noch mal ganz gut an den Aspekt von Toni Merching an. Weil eben diese jungen Leute, wenn sie in der Region bleiben sollen, ja auch das Gefühl haben müssen, dass sie da jetzt sozusagen auch in ihrer Situation, in der sie dort sind, auch als Auszubildende auch abgeholt werden müssen und auch sozusagen mit ihren Befürchtungen da ja ernst genommen und mitgenommen. Und deswegen vielleicht jetzt auch nochmal die Frage, sozusagen welche Strukturen Sie da jetzt auch sehen, welche geschaffen werden müssen, um jetzt gerade auch Auszubildende ganz konkret in dieser Situation, wenn es um die Weiterbildung geht, abzuholen und ja, wo man da auch vielleicht ganz gut andocken könnte und wen Sie da sozusagen jetzt auch in Handlungspflicht sehen. Dankeschön. Ja, und auch vielen Dank für die vielen spannenden Beiträge. Ich habe ganz viel gelernt. Ja, vielen Dank, Viktoria. Ich würde vorschlagen, wir nehmen den Beitrag einfach von Frau Gerau auch und dann bekommen alle Podiumsteilnehmer, Teilnehmerinnen nochmal Gelegenheit, darauf einzugehen. Frau Gerau. Ja, meine Frage geht nochmal so stärker auf die Themen Frauen und Jugend. Und ich fange mal an mit einer Beobachtung. Und zwar ist meine Beobachtung, dass gerade so im Teenageralter das Thema Strukturwandel keine Berührung hat zu jungen Menschen, weil es eben halt irgendwie um Industriearbeitsplätze und Kohlearbeitsplätze geht. Und wenn man sie dann darauf anspricht, merkt man, okay, es hat selten in der Schule irgendwie wurde es mal angesprochen. Und wenn, dann fanden sie es auch nicht besonders interessant oder es wurde nicht auf eine Art und Weise angesprochen, die es besonders interessant macht. Das heißt, meine Wahrnehmung ist auch, also dass bei Partizipationsmöglichkeiten, wo dann draufsteht, ja, hier partizipiere beim Strukturwandel, dass das nicht funktioniert, weil sich junge Menschen darunter nichts vorstellen können. Und ich glaube, dass da halt einfach noch ganz, ganz viel Übersetzungsarbeit gemacht werden muss in was eröffnet es für Möglichkeiten, gerade für wirklich junge Menschen da halt irgendwo nochmal einzugreifen. Und ich glaube, dass auch generell von der Beteiligungskultur, die halt hier irgendwie also vorgelebt wird sozusagen, ne, noch ganz, ganz viel Luft irgendwie nach oben ist. Und dann ist auch meine Wahrnehmung, dass also auf lokaler Ebene gibt es ein bisschen was und also auf Revierebene sozusagen gibt es eigentlich nur sehr, sehr wenig. Also ich weiß, es gibt den Planathon in Halle im November und da bin ich also auch sehr gespannt, wie viele junge Menschen dorthin gehen werden. Aber meine Frage
bezieht sich jetzt mehr tatsächlich auf das Thema Frauen. Und zwar wäre für mich eine Frage, wie könnte denn eine innovative Frauenförderung aussehen? Okay, vielen Dank für die beiden Fragen und Anmerkungen. Ich denke, das ist eine sehr gute Vorlage für die letzte Runde auf dem Podium. Und dann würde ich zunächst Antonia Metzsching das Wort erteilen. Okay, ich habe jetzt irgendwie als Letzte gerechnet, dran zu kommen, weil ja die Fragen sich eher an Marco Bedrich, glaube ich, nochmal gerichtet haben. Deswegen würde ich auch gerne das Wort erstmal abgeben. Ist okay, wir sind da flexibel. Herr Bedrich, wollen Sie? Ich hatte mich gerade darauf eingestellt, nicht als Erstes, nein, Spaß. Passt schon. Ich würde gerne beide Sachen, weil ich finde beide Sachen spannend und würde beide Sachen auch gerne miteinander kombinieren und verknüpfen. Weil also das Thema Weiterbildung, was für junge Menschen ist und die Perspektive auf den Strukturwandel der jungen Menschen in der Region ja da durchaus eine Rolle spielt. Ich glaube, die Auszubildenden bei der LEA schätzen sich schon ganz gut auch ein und ihre Perspektive. Und ich glaube, auch viele junge Menschen, auch die, die bei der LEAG arbeiten, haben schlichtweg auch verstanden, dass sie vielleicht nicht mehr ihr Leben lang in einem Tagebau arbeiten werden. Das ist durchaus in den Köpfen angekommen. Und die wissen auch, dass ihre Perspektive in einem anderen Unternehmen liegt. Und ich glaube, dazu gehört einfach, dass man mit den jungen Menschen sehr ehrlich umgehen muss. Und zu der Ehrlichkeit gehört halt dazu, dass man ihnen klar sagt, du pass auf, du kannst zwar hier in der LEAG-Ausbildungsstätte eine Ausbildung machen, weil wir eine gute Ausbildung haben und die qualitativ hochwertig ist und du dann anschließend gefragt bist auf dem Arbeitsmarkt, aber wir bilden dich zwar aus, aber dein Arbeitgeber wird anschließend nicht die LEAG sein, sondern von mir aus die Deutsche Bahn. Und das muss man den Leuten relativ klar und auch von Anfang an klar sagen, weil das natürlich unterschiedliche Perspektiven bietet. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich dann an einem Bagger oder an einem Zug arbeite jetzt mal. So, ich glaube, man kann sich beides vorstellen, aber man muss sich auch darauf einstellen können. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man da das halt einfach von vornherein auch klar kommuniziert. Und da sind die Unternehmen aber glücklicherweise jetzt auch dabei. Es gibt da Vereinbarungen zwischen der LEAG, der Deutschen Bahn, auch NVRM und auch anderen Unternehmen, die eben wissen, okay, die LEAG wird in Zukunft nicht mehr so viel ausbilden, bietet aber eine gute Ausbildung. Wir müssen also die Leute auch für den Fachkräftemangel dann sozusagen vorher schon bei uns mit anbinden und sie anschließend nach ihrer Ausbildung übernehmen und da eine klare Perspektive zu bieten. Und deswegen kann man das ganz gut verknüpfen mit der Perspektive der jungen Menschen auf den Strukturwandel, weil ich das auch spüre, dass egal, auch nicht nur junge Menschen, sondern in Summe viele, viele Menschen in der Lausitz gar nicht so richtig was anfangen können mit dem Thema Strukturwandel oder sich gar nicht abgeholt fühlen oder gar nicht, dass für die gar nicht so ein großes Thema ist, weil sie halt einfach nicht direkt betroffen sind. Und gerade bei jungen Menschen ist es aber super wichtig, dass sie erkennen und es sozusagen ihnen klargemacht wird, welche großen Chancen da auch drin stecken. Weil der einfachste Weg, auch dem Fachkräftemangel in der Lausitz zu begegnen, ist, die Menschen und vor allem die jungen Menschen nach der Schule hier zu behalten und eben in die Köpfe reinzukommen und zu sagen, Leute, ihr müsst nicht nach Berlin, nach Dresden und Leipzig gehen, um eine vernünftige Ausbildung oder ein Studium zu machen und anschließend ordentliche Arbeit zu finden. Es gibt jetzt auch in der Lausitz die Perspektive. Und ich fürchte, wir haben zu lange das Lied gesungen, dass eben, wenn die Kohle weg ist in der Region, auch das Licht ausgeht. Und wir sind jetzt einfach deutlich klüger alle gemeinsam und wissen, dass das eben nicht der Fall ist. Wiederholung prägt allerdings und deswegen hat sich das wahrscheinlich in den Köpfen so ein bisschen festgesetzt. Man muss halt nach Berlin, Dresden oder wohin auch immer gehen, um eine rosige Zukunft zu haben. Ich glaube, wir müssen ganz viel Kraft da rein investieren, um jetzt eben die Geschichte da an der Stelle auch neu zu erzählen und eben klarzumachen, dass alle jungen Menschen, die in der Region eine Perspektive haben wollen, die auch bekommen können und dass man hier wahrscheinlich viel kreativer in Zukunft werden kann, weil man ganz, ganz andere Möglichkeiten hat, als man das zum Beispiel in Berlin kann. Und wenn das an Schulen mal vermittelt wird, wäre das schon ein erster Schritt. Bevor die Leute nämlich alle weg sind, muss man das denen erklärt haben. Okay, dann würde ich direkt weitermachen in der Runde. Und Kimme, möchtest du als Nächstes? Gerne. Ja, da kann ich eigentlich direkt dran anschließen, ne, weil wir als Universität natürlich in der Region auch den Anspruch haben, junge Menschen hier zu halten und hier Perspektiven zu bieten. Und das wäre für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also
Welche Form der Ausbildung und des Studiums können wir hier machen, können wir hier anbieten? Deswegen war das vorher genannte, also auch wenn ich da jetzt wieder aus meiner Rolle als Soziologin rausfalle, aber finde ich doch einen wichtigen Aspekt im Strukturwandel. Also nochmal zu schauen, was jenseits also von den auch englischsprachigen Masterstudierenden brauchen wir in Cottbus. Und das ist ganz toll, dass es diese Studiengänge bei uns gibt. Aber ich glaube eben auch deutschsprachige Bachelorstudiengänge brauchen wir in Cottbus und müssen dann nochmal viel stärker auch an die Schulen rantreten und schauen, dass wir die Schülerinnen und Schüler hier halten können und in denen was Attraktives bieten können. Ne? Und da verstehe ich dann manchmal eben nicht solche Momente, wenn dann gleichzeitig was weggespart wird, wo man weiß irgendwie, ja klar, es sind dann vielleicht nicht 30 Neueinschreibungen in dem Studiengang, sondern nur 20, aber in 5 oder 10 Jahren hoffen wir ja, dass wir das Rad wenden konnten und dann werden diese ganzen Strukturen wieder fehlen und genau, und das ist vielleicht auch für die 20 Leute, die wir hier für uns interessieren können, eben gut, dass wir die hier haben und dass sie nicht nach Berlin gegangen sind. Ja, also das sozusagen nochmal aus der Perspektive der jungen Leute und der Universität. Und was meine Frage vorhin nochmal war, weil ich tatsächlich gerade auf einer Veranstaltung war mit den evangelischen Institutionen hier vom Zentrum für Wandel und Dialog von dem Pfarrer Schäufele und anderen Strukturwandel interessierten evangelischen Pfarrerinnen, Pfarrern, Regionalbischöfen. Und da kam eine Stimme auf, ich glaube vom Bürgermeister von Schenken-Döbern war das, der genau gegenteilig kritisiert hat, dass er mit den Strukturwandelgeldern keine Kitas finanzieren kann. Und da wollte ich nochmal ganz konkret nachfragen, nur weil das vielleicht ist das auch eine Sache, die auf Landesebene unterschiedlich ist. Nur mich hätte das interessiert. Also da gab es dann so ein Auseinanderklaffen plötzlich von so ja, was macht man eben mit diesen Geldern? Welche Art von Strukturförderung ist hier tatsächlich gewollt? Und ist sowas wie Kitas und Schulen fördern in Kleinstädten in der Region etwas, was sich lohnt? Ich würde sagen, natürlich ist das nicht das Einzige, was sich lohnt, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das total wichtig ist, auch wieder mit Blick auf die jungen Menschen und mit Blick auf die jungen Frauen, die auch vielleicht auch wiederkommen könnten oder kurz vorm Gehen sind. Also auch da eher eine anekdotische Evidenz, aber die Bekannten von mir, die aus Vetschau, aus Galinchen oder aus der Region sind und die sich vorstellen können, wiederzukommen. Die kommen ja her, weil sie auch Familie haben, weil sie es schätzen, dass ihre Familie hier in der Nähe ist und und die interessiert sind an einem Leben jenseits von überteuerten und viel zu dicht bewohnten Städten. Und die suchen auch natürlich gute Arbeit und gute Infrastruktur. Und ich glaube, ja, also das fand ich ganz interessant auch zu sehen. Es gibt auch dieses Bedürfnis nach raus aufs Land oder zurück in die Lausitz oder zurück in ruhigere Städte. Das existiert auch und ich glaube, daran, das wäre auch eine Chance, auch daran anzuknüpfen, ne? In dem, was Herr Bedrich vorhin gesagt hatte, also die Arbeitnehmerinnen hier zu halten, aber auch herzuholen, weil die für das, was mit der Lausitz eigentlich passieren soll, gar nicht genügend sind im Augenblick. Aber genau, das wäre tatsächlich auch eine Frage an Toni Merching, ob das mit diesen Kitas, ob das landesabhängig ist und ob das, weil das ja eigentlich eine Kommunenfrage ist, also wieso können diese Gelder nicht aus Strukturwandelgeldern bezahlt werden oder diese Institution, was ist da los? Okay, ja, vielen Dank. Also, genau. Gebe ich direkt weiter. Man muss sich schon etwas schlau anstellen, um die Gelder, die ja nur für investive Maßnahmen sind, die über die Länder ausgereicht werden, und das ist in Brandenburg und Sachsen ja dasselbe, dass man die für eine energieeffiziente Sanierung der Kita oder einen Schulanbau mit besonderen Ansprüchen an XY formuliert durchbringt. Also man muss sich ja bloß mal angucken, welche Projekte in Sachsen
durch den ersten regionalen Begleitausschuss gegangen sind, die jetzt auch schon alle vom Bund bestätigt worden sind. Und da kann man sehen, was die hier beantragt haben und machen. Und das könnten Sie dann auch dem Kollegen weiterleiten, dass es da schon Möglichkeiten gibt. Die Frage ist halt nur, ob das dann auch tatsächlich durch die Werkstatt in Brandenburg oder durch die Werkstätten in Brandenburg geht. Weil ich glaube, da die Verfolgung der Einsatz der Mittel schon eine strategischere Ausrichtung hat, als das bei uns der Fall ist. Also weil es da ja vor allen Dingen auch darum geht, gerade den Industriepark Schwarze Pumpe zum Beispiel da unten und das ganze Region BASF da weiter infrastrukturell auszubauen, um das fit zu machen. Und zum Beispiel so eine industrielle wirtschaftliche Stärkung findet auf unserer Seite in dem Sinne ja gar nicht statt, sondern eben nur die weichen Standortfaktoren derzeit. Aber das halt in Hülle und Fülle. Ich würde nochmal auf die zwei Punkte eingehen, die Frau Gegero angesprochen hat, Jugend und Frauen. Ja, auf der einen Seite stimmt das natürlich, dass die jungen Leute, dass für die Strukturwandel mega weit weg ist. Auf der anderen Seite verstehe ich Strukturwandel ja eigentlich auch als eine Ausrichtung darauf, das Leben in der Lausitz generell nachhaltig zu gestalten. Und klar, wir haben zum Beispiel eine überalterte Gesellschaft hier. Wie kriegen wir es dahin, auch bei den Leuten zu fördern, dass die nicht nur mit dem motorisierten Individualverkehr unterwegs sind, sondern wie kann halt auch in so einer Kleinstadt wie Weißwasser, wie können dort die älteren Leute von A nach B kommen, ohne dass jeder in sein eigenes Auto steigt. Das sind ja trotzdem Herausforderungen. Die treffen jetzt vielleicht nicht die jungen Leute, das ist ein bisschen schwierig, die Brücke. Aber ich habe in dem Zusammenhang auch hier immer wieder angeregt, auch wenn es nicht die Frage direkt nach dem Strukturwandel ist, so geht es ja trotzdem um die Frage, wie wollen wir hier in Zukunft leben unter den Begrenzungen, die uns die Ökologie halt bietet. Wie kann das aussehen? Und da sollten die jungen Leute ja auch in jedem Fall befragt werden und ihre Ideen einbringen, die ja dann auch die Gelder die ja dadurch auch von den Geldern umgesetzt werden könnten. Also Ideen von jungen Leuten über die Zukunft in der Lausitz sollten in jedem Fall dennoch trotzdem abgefragt werden. Da gibt es ja nur auch dieses Mission 2038, was halt vereinzelt an Orten stattfindet, wo sich interessierte Jugendliche zusammenfinden. Ich hoffe allerdings auch, dass es tatsächlich auch noch angestoßen wird, weil wir es angeregt haben, auch an allen Schulen Workshops und Tagungen durchzuführen über die Zukunft in der Lausitz, sodass sich im Prinzip kein Jugendlicher davon ausnehmen kann oder weil er besonders interessiert ist, sondern dass sie halt auch einfach damit konfrontiert werden im Rahmen des Unterrichts oder in ihrem Schulalltag. Und wie sehe eine gute Frauenförderpolitik aus? Naja, ich meine, das Erste wäre ja überhaupt mal, sich den Frauen zuzuhören. Und das eine sind natürlich die Gleichstellungsbeauftragten, die wir in den Kommunen oder auf Landkreisebene haben. Wir hatten in dem Zusammenhang, und das sage ich jetzt als Frau, angeregt, dass auch das ganze Thema Frauenförderung zum Beispiel hier in der Hintergrundmatrix landet, die Projekte bewertet, also das sogenannte Scoring-Verfahren. Also die Projekte, die hier eingereicht werden, werden ja bepunktet nach bestimmten Kategorien. Und einer ist Demografie, aber nicht explizit zum Beispiel Frauenförderung. Und das wäre so ein Punkt gewesen, das hatten wir angeregt, wurde nicht aufgenommen. Ist halt ein Rückschlag. Oder Frauenförderung wäre meines Erachtens auch so Netzwerke, die wir halt im sächsischen Teil der Lausitz haben, das Netzwerk FW Kraft, das ja auch schon sehr lange existiert, auch schon verschiedene Studien und Untersuchungen in dem Bereich gemacht wird, dass das politisch überhaupt aufgegriffen wird. Also wir haben hier ein Handlungsprogramm seitens des Freistaats, in dem Frauenförderung drinsteht, aber am Ende passiert dazu nichts. Und die Wertschätzung der Care-Arbeit war schon mal ein Thema. Ich finde, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und deswegen ist es natürlich auch hier in der Lausitz ein Problem und halt in dem Bereich auch nochmal extra. Und dass man natürlich bestimmte Förderprogramme auch explizit an Frauen ausrichtet.
Also erstens, dass man ihnen Möglichkeiten gibt, sich zu vernetzen, dass man hört, in welchen Bereichen wollen sie denn gerne aktiver werden, dass es bestimmte Ausschreibungen, Wettbewerbe, was auch immer, die was mit unternehmerischen Unternehmertum bei Frauen zu tun haben, die was mit Organisation von Frauen zu tun haben, dass halt dort auch explizit Preisausschreiben oder Gelder hinfließen. Das wäre jetzt erstmal das, was ich unter Frauenförderpolitik verstehe, auch wenn ich jetzt keine klassische Frauenförderungspolitikerin bin, aber das sind die Ansatzpunkte, die ich in dem Bereich erstmal wählen würde. Wir haben natürlich auch, weil ich mich auch jetzt nicht vordergründig, aber auch mit in dem Netzwerk FI Kraft ja auch damit auch mit austausche, wir haben natürlich auch irgendwie da noch Luft nach oben, wie wir uns Gehör verschaffen können und bei wem. Das ist halt auch immer noch die Frage der, wie organisieren wir uns selbst und was fordern wir auch ein? Und da sind schon einige Schritte gegangen worden und da werden auch noch weitere kommen. Soweit ich weiß, plant das Netzwerk FW Kraft hier auch eine Tagung für die Frauen und das ganze Thema Strukturwandel und was da passieren und wie es weitergehen soll. Und ich denke, daran anschließend werden sich auch einige politische Forderungen und darauf freue ich mich auch erstmal und möchte, da kann da jetzt auch nichts vorwegnehmen. Hey, vielen Dank. Ich fand, das war insgesamt eine sehr, sehr spannende Diskussion und ich denke, es ist klar geworden, dass, um Herr Bethrich zu zitieren, die Lichter nicht ausgehen werden, wenn aus der Kohle ausgestiegen wird. Das ist, denke ich, schon mal so eine gute Zukunftsperspektive und ich fand es sehr spannend, dass viele Aspekte angerissen wurden, also frei von Gesundheit, Care-Arbeit, frei von guter Arbeit, also wie sieht Arbeit in der Zukunft aus und viele Herausforderungen, die sich natürlich im gesamtgesellschaftlichen Kontext stellen, stellen sich auch für die Lausitz, aber die Lausitz hat wiederum nochmal eine quasi spezifische Herausforderung, gerade im Hinblick darauf, wie kann der Bevölkerungstrend umgekehrt werden, wie können Leute, junge Leute gehalten werden oder auch dazu gewonnen werden, in die Lausitz zu ziehen. Und ich fand das eine sehr, sehr interessante und facettenreiche Diskussion und möchte mich da auch nochmal bei allen drei Podiumsgästen herzlich bedanken, bei Lena für den technischen Support und bei allen Teilnehmenden für die Fragen, Anregungen und auch fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass die Diskussion dann noch einige Menschen findet, die sie dann in digitaler Form sich anschauen. Und für jetzt möchte ich erstmal einen Punkt machen, mich nochmal herzlich bedanken bei allen und einen schönen Feierabend.